Jo Leute, ich bin's wieder, DigiDream, und ich hatte es jetzt kommen in War Thunder. Ich gehe eine Runde fliegen, 7-3 mit den Schweden, wie angekündigt, mit der SK-60B. Stelle ich gleich nochmal richtig vor, das Teil. Aber heute ist ein besonderer Tag. Ihr wisst, was es wieder heißt. Ich öffne wieder ein paar Kisten. Ja, und da habe ich mir ein paar Imperial Navy zugelegt und einmal Raining Fire. Ich denke, ich mache erstmal die Imperiale Navy auf. Gucken wir mal, was drin ist. Was mir geschenkt wird. In der Hoffnung, dass ich einen virtuellen Panzer wieder ziehe. Ja, die Hoffnung ist vielleicht verloren. Aber mal schauen. Sind ja noch ein paar Skins da drin, die ich noch nicht habe. Na, Schiff oder Flugzeug? Schiff. KMS Nürnberg Baltic. Oh, das Ding habe ich schon. Nein, das habe ich noch nicht. Warum habe ich das noch nicht? Tja, dann werde ich es auf jeden Fall. Doch, das hat, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Sieht aber ganz nice aus. Ja, sieht doch ganz nice aus. Aber irgendwas war damit. Ach so, das Ding muss nur noch bezahlen oder kaufen. Ja, das war's auch. So. So, das kann ich aktivieren. Das kann ich auf jeden Fall aktivieren. Da habe ich jetzt kein Problem mit. Das heißt, gleich verbrauchen. Ja, wunderbar. So, dann haben wir noch einmal Raining Fire. Die letzte Raining Fire Kiste. Werde ein paar nachbesorgen. Aber auf jeden Fall ist es jetzt erstmal die letzte. Oder ich werde erstmal die anderen hier verbrauchen. Dann schauen wir mal weiter, was das Update, das zukünftige, uns so bringt, ne? So, mal schauen, was hier Schönes drin ist. Bitte gib mir einen Coupon. Gib mir einen Coupon. Dann höre ich auch auf zu singen, wenn du mir einen Coupon gibst. Ach man, die Tombola lässt sich einfach nicht bedrohen. Ach, nicht schon wieder. Den habe ich jetzt schon. Wer mich schon länger guckt und das schon länger mitmacht, diese am Freitag hier die Kisten öffnen, den habe ich jetzt zum dritten Mal gezogen. Dreimal. Gut in großen Abständen hintereinander, aber dreimal gezogen, die Sau. Und das Ding ist auf dem Markt gar nichts wert, das ist ja das Problem. Vielleicht 13 Cent. Scheiße. Also hier haben sich die 2,49 Euro nicht rentiert, oder sagen wir 2,50 eigentlich, weil wie ihr alle mitgekriegt habt, hat sich die Preisthematik auf dem Gaijin-Markt geändert. Da steht vielleicht Gaijin-Dollar, aber wenn ihr euch zum Beispiel jetzt Gaijin-Dollars besorgt, kostet das Euro 1 zu 1. 1 zu 1, das heißt, 2,49 Nee, 49 schon. 2,49 für den Schlüssel. Ne, 2,49 Euro. Und ja, das kommt dabei raus. Und das ist nicht gerade viel auf dem Markt wert. Das ist, ja. Ist aber halt auch keine Garantie zu 100% dabei. Ne? Es gibt halt einfach keine Garantie. Ja, dann gehen wir kurz mal mit seinen Daten durch, bevor wir losfliegen. 30mm Arkan. Zweimal verbaut, also Geschütze hier, diese Gondeln, das sind eure Bewaffnung. Ja, der hat keine allgemeinen Maschinengewehr Einbauten, ne, in sich. Seine Bewaffnung ist regelrecht wirklich nur hier an den Flügeln befestigt. Natürlich ein bisschen mehr bei ihm drin, aber wir können nicht allzu viel ausrüsten bei ihm. So, 760 km/h schnell, jetzt mal abzüglich hier mit dem Kram, aber das mache ich jetzt mal nicht. Dann Wendezeit liegt bei 25 Sekunden, wenn ihr halt nicht die Gondeln drauf habt. Und steigt gerade bei 17,7 Meter pro Sekunde. Ja, dann gucken wir mal genau nach. Wie gesagt, Gondeln, das ist die einzige Bewaffnung, die wir jetzt derzeit haben. Danach gibt es dann noch diese Raketen hier, die aber auch nicht so der absolute Burner sind hier. Bomben kann das denn keine tragen, finde ich eigentlich schade. Dann haben wir hier diese super geilen Rockets, also Raketen M56D mit ihren 500mm Durchschlagsleistung. Da bin ich mal gespannt, wenn ich sie irgendwann in die Finger kriege, ne, wie die abgehen. Und dann haben wir diese hier, ja, steht leider nichts dran.
Vielleicht sind das auch Luft-Luft-Raketen, aber nee, für Boden. Also da steht leider nicht dran, was für eine Durchschlagsleistung es hat, aber Masse 12 Kilo, das klingt noch nicht sehr viel. Obwohl, hier ist auch 12 Kilo. Ja, dann habe ich keine Ahnung. Sprengstoff, RDX, was ist hier drin? TNT. Ja, kein Plan, keine Infos zur Durchschlagsleistung. Gibt es hier keine Infos? Nicht wirklich. Ne, steht nichts dabei. Also da müssen wir sich leider überraschen lassen. Ja, gut, gut. Ja, dann auf in die Schlacht, würde ich mal sagen, ne? Lassen wir mal ein paar Grüße regnen, eventuell. Der Witz ist, um dieses Flugzeug zu bekommen, müsst ihr eigentlich nur diesen Weg hier dann gehen. Nämlich nach 3-7 kommt 7-3. Ja, ihr seht das richtig. Ihr seht das wirklich richtig. Also da hat Gaijin sich irgendwie keine richtigen Ideen einfallen lassen. Da ist eine Mega-Lücke hier zwischendrin. Also ich hoffe, das wird irgendwann mal, ne, verbessert. Hoffen wir es mal. Jo, Leute. Ja, ich musste mehrmals jetzt abbrechen, weil es kam zu keiner Schlacht. Es sind nicht genug Leute da. Ich warte jetzt, ich habe jetzt lange nochmal gewartet. Wir haben jetzt etwas später. Oder gesagt, also es reicht noch zeitlich, ne, für Hochladen und Co. Ich hoffe mal, dass jetzt die Möglichkeit ist. Im Übrigen, ich habe währenddessen, weil ich musste halt wie gesagt warten, habe ich so ein bisschen normal geflogen mit anderer Nation. Ich habe bei dem Battle Pass hier was mit den Herausforderungen entdeckt. Alle Aufgaben, die diesen Stern haben, ne, haben keine Zeitbegrenzung. Das heißt, ich konnte jetzt hier die anderen Challenges machen. Den Biathlon konnte ich durchziehen. Ich habe jetzt noch den Victory-Marsch vor mir. Da sind noch 10 Siege hintereinander. Das ist recht schwierig, das wissen wir alle, ne? Egal welches Rating, aber es ist halt schwierig. Aber das ergibt sich eigentlich in den verdammten vielen Schlachten, die man halt so am Tag macht, ne? Ja, die hier auf so Kalenderzeichen da, ne? Die sind zeitlich begrenzt. Also am 16. geht es mit dem Ding hier los. Und so weiter. Ich habe sogar diese Dautzen auf 5 freigeschaltet. Wie ihr seht, dementsprechend bin ich jetzt hier oben auch deutlich weiter, was die Stufen angeht. Ja, ich habe sehr viele Booster nachgezogen, sehr viele bekommen. Auch die Warbounds, die habe ich noch nicht mal umgewandelt. Also, ja, hoffen wir mal, dass wir jetzt in die Schlacht gehen können mit der SK-60B. Es tut mir leid für diese Unannehmlichkeit, Leute. Es ist halt. Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Die meisten fliegen jetzt momentan. Ja, wunderbar, endlich. Die meisten fliegen momentan 2,7er Rating oder so, um diese Aufgaben da abzuschließen. Ja. Sehr witzig. So, jetzt können wir endlich die SK-60B testen. Leider habe ich nur die Gondeln dabei. Keine Raketen, keine Bomben. Wie gesagt, nichts extra dabei. Aber, ja. Was will man machen? So. Wir steigen mal nach oben. Das ist jetzt nicht der Steigmonster hoch 3. Aber ich denke mir, da oben wäre ich vielleicht besser am Leben. Oh, es sind zwei B29 drin. Eine davon könnte ich mir krallen. DB7. Ihr seid echt verrückt, Leute. Echt. Bei 7,3er Rating würde ich mich niemals in eine DB7 reinsetzen. Okay. Wenn man natürlich die Zonen oder Bodenziele platt macht, kriegt man natürlich deutlich mehr Erfahrungspunkte. Das ist ja wohl logisch. Aber es ist halt trotzdem eine ziemlich verrückte Idee. Ich wollte schon sagen, eine F2. F17. Was hat denn die Gegenpartei noch so aufzubieten? F3, okay. Eine TAR, Höhenjäger, MiG-9, P-51. Auch eine SK-60. Okay, der testet sie gerade. Oder fliegt sie. Oh, wir werden jetzt kein Dogfight miteinander machen, mein Freund. Werden wir nicht tun. Die weiß ich aus. Ich will mit dir kein Dogfight machen. Kein Interesse. Ich will ja sehen, ob dieses Flugzeug Jet, also Querstrich Jet, ob dieser hier überhaupt imstande ist, irgendwas abzuschießen. Wollen wir mal sehen. Falls es nicht langt, ne, ich mache eine zweite Runde. Komm, mach dich da ab, das ist meiner.
Den habe ich schon für mich extra angehustet. Wirklich. Okay, kennt ihr den? Ja, also die Kanonen sind gut, aber ich habe nicht mehr viel Schuss. 124, das ist im Grunde gar nichts mehr. Sehen, ob ich hier nachkomme. Na gut, ein Tal ist möglich. Ein Tal ist möglich nachzukommen. Obwohl, ich bin jetzt noch auf 300 Speed. Also ich habe hier nicht die Höchstleistung gerade drin. Die müsste man auf deutlich höherem Ebene erreichen können. Oder muss ich erstmal so weit hochsteigen? Also, ja, geschwindigkeitstechnisch ist man dann... Ach komm, scheiß drauf. Dogfight, SK-60 gegen SK-60. Wenn ich überlebe, geil. Wenn ich nicht überlebe, scheiße. Yo, aber nur 60 Schuss, ich mache mich mal hier vom Acker. Dann lade ich nämlich erstmal nach. Ich muss das mit der Taste wechseln. Oh mein Gott. Okay, hier sind nur, das sind nur KI-Flugzeuge. Puh, Glück gehabt. Ich hätte schon gedacht. Eieieiei, also zu gebrauchen. Auch wenn, ja, nur dann, ne, man hat halt immer nur eine Waffengattung an Bord. Man kann hier nichts zusammen pinnen. Man hat immer nur eins. Finde ich ein bisschen doof. Also sie hätten doch echt in den Rumpf oder so vorne, wenn sie eine Kanone einbauen können. Ich denke mir, da wäre genug Platz gewesen. Ja, seht ihr da? Wenn da ist kein Motor drin. Aber die Nachladezeit von diesen Kanonen, diesen Zusatzdingern, dauert ja doch recht lange. Das lässt sich vielleicht noch ein bisschen einskillen, aber ich glaube so ein, weil das ja hier wie gesagt Außenbewaffnung ist, also Gondeln, und das halt ja trotzdem nochmal das zu ja, extra Bewaffnung zählt, würde ich mal sagen, so maximal, wenn ihr es hochskillt, könnt ihr 20 Sekunden rausholen, aber 20 Sekunden sind halt 20 Sekunden. Das heißt, entweder leben oder sterben in, ne? Okay, da ist niemand. Also der scheint deutlich mehr Flug, nee, doch nicht. Ich wollte schon sagen, mehr Flugzeug investiert zu haben. Ich glaube, er oder er hat einfach nur Pech. Okay. Irgendwas ist da bei mir. Er zeigt mir nur leider nicht an, was. Das macht mich kirre. Was kann ich noch bekämpfen? Also Head-to-Head, ich weiß nicht. Ob ich Head-to-Head es versuchen sollte. Der hat auch eine 30er. Der wird als erstes auf mich aufschlagen. Nee, der interessiert sich nicht für mich. Okay. Oh, ich lebe noch. Aber so wie es aussieht, nicht mehr lang. Was habe ich gesagt? Ja gut, er ist zurückgekommen. Na gut. Ja, also mein erster Eindruck hier über die SK-60 ist jetzt... Ja, ich kann mich jetzt nicht so beschweren. Sie ist gut, süß. Bis auf das mit den Gondeln, das ist halt der negative Aspekt. Man kann echt nur, wenn man das dann mal endlich zusammen hat, entweder nur Bomben mitnehmen... Oder die Gondeln oder halt die Raketen, wirklich nichts zusammenzwitschen, wie es jetzt bei dem Ding hier ist, ne? Also es ist halt der erste Schlachtflieger, aber vom Schlachtflieger erkennt man eigentlich so, dass man die auch mit einer besseren Qualität ausrüsten kann. Das ist jetzt natürlich jetzt bei dem Ding nicht so gegeben. Ne? Da ist jetzt nicht allzu viel drin. Also diese roten Punkte machen mich hier wahnsinnig, das sind irgendwelche KI-Einheiten. Macht mich echt kirre. Total wahnsinnig. So. Dann werde ich mal meinen Job tun. Ich will ja meinen Sieg haben. Ja. Da ist gut Zone. Werde ich jetzt nicht klatschen können. Das steht fest, wir sind F7.
Ah, guck mal einer an. Und die zählen auch, so wie ich das mitgekriegt habe. Daher, dass sie zählen. Oh, shit! Mehr Gewicht bei mir als der. Ich würde, der hat keine 1000 Kilo Pfundbomben dabei. 1000 Pfund hat er bestimmt nicht in einem Arsch klemmen. Okay. Das war aber ein Fehler, was du da gemacht hast, mein Freund. Ich weiß nicht, warum er das so gemacht hat. Sehr blöd. Oh. Oh, shit. Ja, man sieht, wenn man jetzt aufeinander rammt, wenn man einen rammt, gibt es wieder Kills. Das haben sie schon wieder zurückgeführt. Was die Rammrate natürlich wieder erhöht hat. Das wohl war jetzt nicht mit Absicht, wie ihr gesehen habt. Habe ich kein Interesse dran, jemanden zu haben. B17. Welche B17? Die B17 von den Amis oder die B17 von den Schweden? Nee, ich glaube, das ist die. Nee, doch, von den Amis. Okay. Weil jetzt, wo wir B17 drin haben, oder ein B17 Modell bei den Schweden, ja, ist es sehr verwirrend. Okay, da sind zwei Bodenziele. Da ist also drei Stück könnte ich noch holen. Sofern ich in die Nähe komme. Oder wir kriegen genug Abschüsse im Team. Nee, der Kollege muss gerade mit seiner F80 da um sein Leben kämpfen. So eine A21R ist nämlich, ich glaube, seine Maschine etwas im Dogfight überlegen. Muss ich mal behaupten. Selbe Zahl. Jupp. Jupp, das war's. Sieg geholt. Jupp. Ja, ich muss sagen, war eine gute Runde. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe euch gezeigt, was die SK-60 kann. Damit kann man sogar die eigene Nation ausschalten. Was der interessant ist, was der nice ist. Cool, danke. Herzlichen Dankeschön. Das nächste freigeschaltet. Na, bald bin ich durch. Dann kann ich die nächsten Flieger auspacken. Oh, darauf freue ich mich auch. Ja, SK-60B. Also, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu geben, was ihr von dem haltet. Es ist halt, nachteilig ist halt wirklich, man hat wirklich nur die eine Bewaffnung immer. Man kann wirklich nur eins auswählen. Entweder man nimmt die Kanonen. Er ist halt wirklich mehr auf Bodenziele ausgelegt, obwohl die Kanonen kann man auch gegen Flugzeuge, ne? Ich würde die eigentlich für Luftziele einstellen, da, aber gut. Dann hier diese Raketen mit ihren 95mm Durchschlagsleistung. Ja, ist jetzt nicht so absolut Burner. Die hier sind bestimmt geil, diese M56D mit 500mm Durchschlagsleistung. 12 Stück davon. Ich sag mal so, in der realistischen Schlacht. Oder im Arcade, ist eigentlich egal, aber da kann man mit auf jeden Fall punkten. Ne? Da kann man auf jeden Fall mit den Raketen, also in Arcade kann man trotzdem auf Bodenziele schießen. Wir wissen natürlich, wie das ist. Wirrwarr, am besten nutzt man es gegen Bunker. Die haben eine größere Silhouette, kann man sagen. Die sind etwas mal größer zu sehen als die kleineren Ziele. Und den Bunker kriegt man damit locker platt. Im Realistisch-Mode kann ich euch, brauche ich euch eigentlich nicht so erklären, was man damit machen muss, glaube ich, ne? entsprechende Entfernung, anfliegen, Rakete rausschießen, direkt auf den Panzer, Panzer tot. Ja. Also 500mm, würde ich glatt sagen. Na, würde ich glatt behaupten. So einige Panzer werden dann flöten gehen. Gut, man kann natürlich nicht sagen, hey, ich mache damit 12 Panzer platt. Aber ich sag mal, weil die Dinger halt so komisch fliegen, ne? Habe ja schon ihre Aktivität gesehen, ihre Flugmöglichkeit. Das habt ihr, Moment, das sind nämlich dieselben wie bei der T-18 hier. Würde ich behaupten.
Nee, das sind die M49. Aber im Prinzip ist es dasselbe. Ihr seht auch die Durchschlagsleistung. Sie fliegen halt geradeaus, ne? Die fliegen halt geradeaus, aber im Prinzip bei der Stärke und Prognose, na, sagen wir mal, sechs Panzer sind drin, ne? Sechs Panzer. Immer Karte hier gegen Bunker dann da. Also die meisten sind ja sowieso nicht vier Bunker da, maximal vier. Vielleicht kriegt ihr jetzt zwei oder drei ab, ne? Ansonsten könnt ihr den Rest dann in andere schwere oder leichte Bodenziele reinhämmern, oder ihr macht den ganzen Flughafen kahl. Obwohl das eine gefährliche Angelegenheit geworden ist. Also in den letzten Jahren. Ja, ich sag's mal so. In den letzten Jahren hatte ich das, ja, mehr Glück gehabt als Verstand. Und dann haben sie was geändert. Und jetzt, ja, jetzt regelrecht, ich kann keinen feindlichen Flughafen anfliegen, ohne dabei gleich, ja, entweder einen Flügel einzubüßen oder sonst irgendwelche Schäden, die enorm sind. Also, das ist jetzt nicht mehr so machbar. Aber gut. Mein Fazit, er ist gar nicht mal so schlecht, dieses SK-60 Modell. Hat halt viele Nachteile. Seine Geschwindigkeit ist halt wirklich nachteilig. Ne? Das ist jetzt nicht allzu viel Geschwindigkeit. Auf dem 7-3er-Rating ist das schon ziemlich, ja, zu niedrig. Zu niedrig. Da gibt es viele Jets von allen möglichen Nationen, die deutlich schneller sind als er und ihn schnell abschießen können. Da braucht man nicht mal mehr eine Rakete für. Also, darin hat er, was ist das denn? So eine Art Filter oder sowas. Sehr viele Nachteile. Wendezeit, okay, ist vielleicht ein bisschen besser als bei manch anderen Jets auf dem Rating. Die Steigrate ist jetzt auch nicht der Burner aufgrund der Gondeln, die dann dazu, ne? Hat man dann auch nicht mehr allzu viel. Ja, ich sag's mal so: Für einen Schlachtflieger ist es ein ganz geiles Teil. Ne, für die Schlacht kann man wirklich nutzen, obwohl ich sagen muss, also die Gondeln, die sind wirklich für mich ein Hindernis gewesen. Und ich bin froh, wenn ich den da mal lang genug geflogen bin, dass ich dann wenigstens mal hier irgendeine Rakete freigeschalten habe oder die Möglichkeit habe, Bomben zu tragen. Ach nee, Bomben geht ja nicht, nur Raketen. Entschuldigt. Ja. Warum hat er keine Bomben? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich zum Verrecken nicht. Warum hat er keine Bombenmöglichkeit? Dem hätte ich wirklich Bomben verpasst. Unter der Aufhängung hier, ich meine, guckt euch das an, die ist breit genug. Da hätte man genug Bomben platzieren können. Und wenn es nur die kleinen gewesen wären, aber es hätte zumindest in zum Beispiel Frontlinienschlacht, hätte es richtig was gebracht. Tja, Schweden. Nein, die Schweden sind da nicht schuld. Keine Ahnung, der Konstrukteur, die Idee des Militärs mit der Einsatzfähigkeit, ne? Wofür setzt man es ein? Diesen, jenes. Ja. Ist halt blöd getimt. Gut, Knut. Ja, das war's. Das war's. Ich habe ja gesagt, ich mache nur eine zweite Schlacht, wenn die Schlacht jetzt ganz schlecht verläuft oder besser gesagt, ich euch nicht so komplett Kills mit dem Ding präsentieren kann. Ich konnte Kills zeigen und ich konnte sogar mein eigenes, den eigenen, ja, also eine SK-60B abschießen vom Himmel. Man sieht also die Gondeln. Haben halt schon ihr Ziel erreicht, aber es ist halt zu wenig Munition. 300 Schuss, die sind so schnell durchgeschmettert, das wissen wir alle. Das ist so schnell weg. So schnell weg, leider. Gut, Knut, dann. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende, ne? Ja, gut, wir haben jetzt auch den dritten Advent gleich. Weihnachten ist nicht mehr weit. Oh mein Gott, ey. Ich habe noch gar nicht meine Weihnachtsgeschenke bestellt. Ja, naja, gucken wir mal, ob ich überhaupt dieses Jahr was krieg. Ich glaube nämlich nicht. War schon so komisches Jahr, es ist schon so viel gewesen. Umzug, Co., alles so schief gegangen. Dann hier diesen, jenes. Ach, Leute. Aber was sage ich da? Ich glaube, ihr habt auch nicht allzu hundertprozentig gute Sachen in diesem Jahr erlebt. Ich meine, wir haben ja alle ja hier schlechte, negative. Ja, wie soll ich das am besten sagen? Geschichte abgekriegt, die ewig auf jeden Fall niedergeschrieben bleibt. 2020, das schlimmste Jahr, das wir hier in Deutschland überhaupt erlebt haben. Hoffen wir mal, dass das nächste Jahr besser wird, ne? Ja. Oh, an Silvester nicht feiern und keine Böller loslassen, das ist irgendwie ätzend.
Na gut, was soll's. Ja, jetzt habe ich schon eine miese Stimme gemacht. Trotzdem, weiterhin, wie gesagt, viel Spaß. Wünsche euch hier, na, Wochenende und beim Zocken und alles. Und ja, gucken wir mal, was uns so bringt. Ne? Jo, also bis dann, Leute. Ciao.